Le Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Beim letzten Mal haben wir in Port Prisma für ein wenig mehr Ordnung gesorgt, möchte ich sagen. Und heute gucken wir uns mal unter anderem die Wunderbeere Indigo-Grotte an. Ja. Grotte heißt ja quasi, dass wir uns unter Tage begeben, habe ich da recht, weil, ja, der Background sieht für mich schon so ein bisschen wie eine Grotte aus. Ah, guck mal an, eine Röhre. Ich hab's doch gewusst! Aber sieht trotzdem ein wenig komisch aus. Meint ihr nicht auch, dass man hier bestimmt irgendwas machen könnte? Sieht das hier aus, als könnte man es einfärben? Nö. Alles klö. Da würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang rum. So, lasst uns... Was? So, lasst uns in die Röhre gehen. Hallo! Ach, das ist ein Tod. Ah. Hey, lass das! Wenn du nochmal so an mir zerrst, reißt du mir bestimmt die Beine ab. Glaub mir, ich will auch hier raus, aber geht das nicht ein bisschen sanfter? Vielleicht mit einer Art Saugvorrichtung? Lass dir was einfallen, denn solange ich hier drin stecke, schaust du nicht in die Röhre. Aha. Okay. Irgendwas, was saugen kann, ja? Peach, hast du mal deinen Staubsauger dabei? Aha. Verstehen Sie? Weil Frauen ja meistens saugen und so. Ja. Ha, der war gut, ne? Dachte ich mir. Aber gut, wenn wir in der Indigo-Grotte nichts machen können, würde ich sagen, machen wir nochmal wo weiter? Hier? Bei dem Pfad? Sierra Löwenzahn? Ich weiß gar nicht, ne? Wo das würde Sinn machen, oder? Weil ich glaube, das ist so das einzige Level, wo wir momentan weitermachen können. Hier kommen wir auch nicht weiter, weil der Karmesin-Turm, naja, da brauchen wir ja diese Schlüsseltots für und die haben wir nicht. Jedenfalls nicht alle. Deswegen würde ich sagen, die Sierra Löwenzahn Gedönshaftigkeit, ja? Machen wir da weiter. Sieht aber ziemlich waldig aus, ne? Sah mir erstmal so ein bisschen wüstig aus. Wüstig. Kann man das so sagen? Wüstig? Vielleicht. Wer bist du denn? Was willst du denn hier? Blabla! Willkommen am Feuerrosttor, Mario! Obwohl sowohl vom Feuer als auch vom Rost nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Das sehe ich. Nein, ich befürchte, dass es seiner markanten Farbgebung fast völlig beraubt wurde. Außerdem ist es abgeschlossen. Wie soll ich es denn jetzt nennen? Das Normaltor? Das Farblostor? Einfach irgendein Wort mit Tor zu kombinieren? Ergibt doch wenig Sinn. Es öffnet sich wohl erst, wenn wir es wieder eingefärbt haben. Da brauchen wir aber massig Farbe. Ich glaube nicht, dass selbst mein vollständiges Team das schaffen könnte. Das erinnert mich an etwas. Wir haben noch Teamtreffen. Ich muss los. Lila Retter Tod Nummer 2, bereit zum Einsatz. Und jetzt muss ich mich sofort bei meinem Anführer auf dem Paparoni-Pfad melden. Hier braucht man wirklich eine ganze Menge Farbe. Wir allein schaffen das nicht. Konzentrieren wir uns einfach darauf, weitere Farbsterne zu finden. Um die Sache können wir uns später kümmern. Ja, wo soll ich denn jetzt weitermachen? Ist sehr dubios. Wir können zwar die Wand einfärben, aber das bringt ja nichts, ne? Komisch. Wir kommen momentan einfach nirgendwo weiter, ne? Oder müssen wir jetzt vielleicht erstmal in Port Prisma uns ein weiteres Dings holen? Damit wir vielleicht uns einen Sauger holen können oder so. Vielleicht gibt es ja schon einen Staubsauger im Angebot. Ich weiß es ja nicht. Wir können ja mal schauen. Sehr dubios. Sehr dubios. Und ich weiß auch gar nicht, ob in der Azurbucht noch was gemacht werden kann. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Port Prisma zurück. Weil momentan, wir können nichts machen, ne? Kann das sein? Ich fühle mich gerade wirklich ein bisschen beängstigt bei der Tatsache, dass wir hier nichts machen können. Wirklich jetzt. Real Rap. Wir können uns höchstens mal darum kümmern, die Stadt einzufärben, so. Und da kann ich ja vielleicht auch so einen kleinen Themenpart draus machen, dass wir uns ein bisschen, naja, darauf besinnen, darüber zu reden, wie ich diese Spiele momentan so finde für ein Paper Mario und sowas, ne? Aber gut. Vielleicht ist ja noch nicht alle Hoffnung verloren. Vielleicht können wir ja mit dem Tod hier sprechen. Oh. Okay.
Dann haben wir diese Option auch schon mal durchgegangen, die wir vergessen können. Bringt uns nichts. Ansonsten. Ja, hau mal raus. Ost. Allerdings, das Plop macht ja gut. Warte mal, warte mal. Vielleicht kommen wir da ja doch weiter. Vielleicht kommen wir da doch weiter, weil wir haben ja nicht nur unseren Ventilator. Wir haben ja auch noch, unseren Pümpel bekommen. Kann das sein? Ja, doch, stimmt. Ach, ich voll vergessen. Okay, da kommen wir da doch weiter. Sehr schön. Und ich dachte schon, ich wollte schon sagen, so als ob wir hier nicht weiterkommen. Wirklich jetzt. Real Rap. Ne? Egal, da kümmern wir uns ein bisschen um die Stadt, machen die so ein bisschen sauber und gucken, dass wir hier auch ein paar Prozentpunkte mehr kriegen. Wir haben ja, glaube ich, momentan irgendwas mit 50%. Das kann man auf jeden Fall ein bisschen optimieren. Ne? Aber ansonsten, so, wie finde ich dieses Paper Mario, wie finde ich es denn momentan so? Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir Spaß. Ne? Die Story ist witzig, hier wird immer auf den Humor geachtet, man wird hier immer auf den Humor eingehen. Was ich richtig super finde, weil es ist einfach... Ich weiß nicht, ob es normal ist für ein Paper Mario humorös zu sein, aber es ist ein humoroses Spiel. Und die Story für momentan ist ja auch, was viele sehr kritisieren, dass die Story in einem Paper Mario, ich sag mal, sehr wichtig ist und auch wirklich sehr relevant ist, damit es ein gutes Paper Mario ist. Und storymäßig momentan, ich weiß nicht, ist das wenig, was wir hier zu hören bekommen haben, aber... Ich finde, wir sind hier eigentlich ganz bedient. Wer bist du denn? Ich hatte gehofft, dass du hier vorbeikommst, Mario. Ich bin der oberste Anführer der Rettertots. Sozusagen ihr General. Die Rettertots wurden gegründet, um allen zu helfen, die in Not sind. Meine Aufgabe ist es, die Übersicht über die einzelnen Einheiten der Rettertots zu behalten. Lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann, ja. Na, aber man baut hier... Neben der Story, die hier schon relativ gut vorhanden ist, ist also, wenn man eine Story nennen kann, sage ich jetzt mal, ne? Mario, ein sehr wichtiger Ort für mich, ja. Wir sechs haben uns immer getroffen, haben Witze erzählt, Lieder gesungen, Eiscreme gegessen. Wir waren die sechs besten Freunde, doch irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber sieh nur diesen Brief an, den ich von meinen Kumpels bekommen habe. Wenn die Blüten wieder blühen, dort, wo wir uns trafen, werden wir uns wiedersehen. Oho. Alter Freund, Pirandolf, hat mir diesen Brief geschickt. Er war noch nie sehr gesprächig. Dafür konnte er super mit Pflanzen umgehen. Und weißt du, was noch in dem Briefumschlag war? Ein Samenkorn. Ich werde es einmal hier in unserem alten Treffpunkt einpflanzen. Er schreibt schließlich, dass wir uns wiedersehen werden, wenn Blüten blühen. Also ist es ein Versuch wert. Da freut sich Fabian. Ja, wusste ich's doch. Aber wenn man das Story nennen kann... Klar, also... Die Farbe ist aus Port Prisma verschwunden und wir müssen sie zurückholen. Das ist so die Hauptstory, ja? Viel mehr ist ja eigentlich gar nicht passiert, bis auf, dass wir ein paar, Sidequest-Tots gerettet haben und sowas. Und ob das relevant ist oder nicht... Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe momentan trotzdem meinen Spaß. Kann man den Mülleimer noch weiter anmalen? Nö, sieht nicht danach aus. Na klar, für die einen oder anderen von euch ist hier storymäßig echt wenig passiert. Ja, vielleicht ein bisschen zu wenig, also vielleicht... Vielleicht denken sich einige von euch auch so, ah, wo ist denn Bowser und so, ne? Weil wir haben den bisher auch noch gar nicht gesehen, kann das sein? Das ist halt schon ein bisschen dubios. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Weil er sich ja normalerweise auch gerade so in Mario und Luigi's, hat er sich auch immer relativ früh gezeigt. Und hier ist er bisher noch gar nicht zu sehen. Also, die verstecken ihn schon ziemlich krass. Ne? Möchte ich da sagen. Ja. Ich denke, so momentan haben wir das eingefärbt, was wir eigentlich einfärben wollten. Finde ich jetzt. Ach, wobei hier ist noch was. Na, also so abschließend gesagt, es
Es macht mir Spaß. Ich finde es cool, dass man extrem viele Tots reinbringt. Klar, die haben alle keine Persönlichkeit. Das ist das, was viele sagen. So, die Tots haben gar keine Persönlichkeit. Die gleichen ja dem anderen und sowas. Und ja, gut. Aber man versucht es wenigstens mit solchen Eigenschaften hier. Dass man die irgendwie mit einem Buch oder mit so einer Fahne ausrüstet. Oder halt mit so einer Sonnenbrille und sowas. Das macht sich schon einigermaßen persönlicher. Auch wenn man jetzt sie nicht an einem Namen oder sowas. Titel. Was? Man kann hier Achievement sammeln. Krass, krass. Schneide alle Ausschnitte aus bis... Wir haben 11% im ganzen Spiel bisher ausgeschnitten. Das hört sich gar nicht mal so wenig an. Führe 200 Exzellentangriffe aus. Oh. Krass. Besiege alle Meister, Schnucks. Okay. Färbe in jedem Level alle Farblosflecken ein. Bisher komplett gefärbte Level 3%. Oh. Kaufe 200 Kampfkarten. Heftig. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spiel Spaß. Ich hab mein Vergnügen hier. Ich find's extrem süß und lustig, wie die Tots hier rum witzeln. Das macht Spaß. Ist ein bisschen witzig. 2% fehlen uns noch. Wunderbar. Wären wir da auch durch. Ich weiß noch nicht, was ich da schon wieder vergessen habe. Wahrscheinlich irgendwie Indoor irgendwas. Also ich denke mal irgendwie, dass ich in einem Haus vergessen habe, was einzufärben. Kümmern wir uns aber auch so weit dann drum, wenn es soweit ist. Ihr wisst Bescheid. So. Also würde ich sagen, nutzen wir mal den Pümpel. Ich frage mich, wie wir den benutzen können. Wie kann ich ihn denn benutzen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das lassen. Find irgendwas, womit du die Röhre freikriegst. Am besten was, das mich hier einfach raussaugt. Ach, Klempner. Ja gut, aber wie kann ich das denn machen? Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringt, das auszuschneiden, aber okay. Wenn das so ist. Du hast also das Ausschneiden für dich entdeckt. Wunderbar. Dann lass mich kurz aufklären, wie das genau funktioniert. Wenn du ein kartenförmiges Loch aus einer Landschaft herausgeschnitten hast, kannst du in der leeren Fläche eines deiner Karten platzieren. Wählst du die richtige Karte, können die tollsten Dinge geschehen. Wählst du die falsche Karte, passiert nicht so viel. Und du verlierst die Karte. Also viel Glück. Nun, dann packen wir da den Pümpel rein. Und färben wir eben noch schnell ein und dann... Wer ist das eigentlich? Ich habe ja gesagt, mir kommt dieses Loch... mir kommt diese Textur da an der Wand schon so komisch vor. Oh ja, ein Pümpel. Igitt! Bitte sag mir, dass du es denn gründlich abgewaschen hast, bevor du hierher gekommen bist. Tut mir leid, aber darauf hat mich meine Ausbildung nicht vorbereitet. Ich bin jedenfalls der Anführer der grünen Rettertots. Wir haben Berichte über Probleme in der Indigo-Grotte erhalten und wollten dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber gleich bei unserer Ankunft sind wir in einen Hinterhalt geraten und wurden getrennt. Keine Ahnung, wo die anderen sechs sind. Es war furchtbar, wir wurden so richtig zusammengefaltet. Und mich haben sie einfach in diese Röhre gestopft. Dabei bin ich doch der Anführer. Das kommt nun sicher überraschend, aber du musst die restlichen sechs Mitglieder meiner Truppe finden. Als der Anführer ist es meine Pflicht, jemanden loszuschicken, der sie rettet. Die Rettertots müssen also gerettet werden. Das scheint euch oft zu passieren. Aber egal, da uns der kleine Farbstern hergeführt hat, muss es hier einen Farbstern geben. Sehen wir uns die Sache mal an. Eine gute Sache. Und endlich können wir in die Röhre rein. Manno! Es war so klar, ne? Also ehrlich. Ach, diese verdammten Schweinchen hier. Sie meinen es doch wohl nicht ernst. Ich wette, gleich kommt noch ein Koopa raus und dann, ne? Und dann kommt vielleicht noch ein zweiter Rettertot. Menschenskinders. Das war einer von den Typen, die uns angegriffen haben. Da unten sind bestimmt noch viel mehr. Also sei vorsichtig. Ich gehe schon mal vor zum Treffpunkt, ja. Also bye. Also bye. Oh, wir sind fast durch mit unserem Hammer. Das heißt, wir haben auch bald wieder mehr Farbe am Start. Mehr Farbe am Starte. Wenn ich das mal so richtig zeitgenössisch sagen darf, hallo. Wah! Flap-Flaps oder was? Warte mal.
Was tut ihr da? Was ist das hier für eine Angelegenheit, ja? Hey! Das ist bestimmt ein Tod, den die zerknüllt haben. Na, wartet ab. Ich werde es euch schon noch zeigen. Und das mit zweimal abgenutzten Sprüngen. Und ihr könnt aus dem Weg gehen. Das habe ich gesehen, ja? Normalerweise beachte ich eure ganzen Textmessages gar nicht, aber in dem Fall habe ich alles gesehen. Alles hab ich lesen können, Drecksäcke. Nom nom. Und? Oh, das gibt auf jeden Fall das Upgrade. Nicht? Dann nicht. Hallo? Ich weiß nicht. Ganz einfach als. Ja. Ich fasse es nicht. Knüll mich einfach zusammen und werf mich rum, als wäre ich ein Werbeblatt. Grüner Rettetod Nummer 1. Bereit zum Einsatz, ja. Und ab jetzt zum Rap. Oder. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer. Oder Rapport? Wer weiß, wie es richtig heißen könnte. Wir haben einen Rettetod gerettet. Bleiben noch 5. Sollten die Rettetods nicht uns retten? Ironie des Schicksals, Ist ja wohl nicht dein Ernst. Pickelhelm-Karte erhalten. Was? Cool. Ja, kannst bitte wieder hochgehen. Aber cool, so einfach mal so ein Untergrund 1-2-Style-Level, wisst ihr? Richtig cool. Oh, flapp, flapp, lass mich in Ruhe. Oh, das sind schwarze Herzen. Oder wie ist das zu sehen? Was? Sieht sehr dubios aus. Kämpfe mal gegen den Flap-Flap. Müsste, glaube ich, ein Flap-Flap sein. Kann man das sehen? Flap-Flap, ja. Booster HD, es würde einer sein. Jetzt frage ich mich, kann ich den Hammer benutzen? Geht das oder fliegt er dann weg und dodgt das Ganze dann? Bin ich mal gespannt. Nein, er scheint nicht abzuhauen. Finde ich gut. Finde ich sehr wunderbar. Ja, ist wirklich toll, ja. Also bei. Sei bloß ruhig, Mario. Ich stehe extra seitlich, damit mich der Flap-Flap nicht sieht. Er ist doch weg. Hallo. Oh, er ist weg. Meine Taktik ist voll aufgegangen. Grüner Rettetod Nummer 2, bereit zum Einsatz. Und ab jetzt. Oder. Oh, und jetzt ab zum Rapport. Bei unserem Anführer. Dann können wir nachher erstmal eine schöne Runde rappen. Das war der zweite Rettetod. Jetzt müssen wir noch 4 finden. Jawohl. Ich habe das Gefühl, dass das schwarze Herzen in uns Leben abziehen. Oder wie ist das? Ne, die heilen uns. Wie kann das denn sein? Die sahen so richtig schön schwarz aus. Was bringt denn der Pickelhelm? Sag mal an. Konzere Angriffe aus der Luft bei guter Ausführung mit höherem Schaden. Nur so lange aktiv, bis du Schaden nimmst. Oh. Nutzen wir mal. Ich bin mal gespannt, was das für ein Item ist. Ansonsten mache ich jetzt auch mal hier schön, Ja, flap, flap, ja. Guten Tag, ja, ja. Wir gucken mal, was das Item so bringt. Haha! Das ist ja richtig cool. Das schützt uns ja eigentlich immer, wenn man das so will. Also gerade bei solchen Flap-Flap-Gegnern, ne? Ist das extrem cool. Da sind wir immer geschützt. Und wir haben einen Anstieg von 20! Ja! Geil! Und die heilen uns die Herzen. Das ist wirklich. Die sahen schwarz aus, so richtig pechschwarz. Aber soll mich nicht jucken. Ja. Ich wette, der bewegt sich erst, wenn wir hier eingefärbt haben, soweit. Oder? Ja, wusste ich es doch. Wooster HD, es würde so sein. Ich bin doch verdammt gut. Schlussfolgern von Dingen. Er macht schon ziemlich Spaß, gerade auch dieses tropfende Setting hier. Also, ich meine damit, dass es hier manchmal auch so ein bisschen tropft. Ne? Wie es sich für eine Tropfsteinhöhle gehört.
Sehr gut. Das hast du jetzt davon. Das wird ja eine Lehre sein, ja. Ich weiß aber gar nicht, warum die Flapflaps. Ich bin hier oben. Na. Ich weiß gar nicht, warum die anderen oben sind, der andere ist unten. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Der abgenutzte Sprung soll es richten. Mal 3. Wohlgemerkt. Vielleicht komme ich auch gar nicht zu denen hoch. Wer weiß. Es kann echt sein, dass wir gar nicht zu denen hochkommen. Doch! Ich meine, das ist Mario. Er kann ja auch hochspringen, ne? Ist ja kein Problem. Und tschüss. Ding, ding. Also dann ein bisschen bei mit euch. Ja. Okay, dann werden wir hier soweit durch. Können runtergehen. Ist da eine Lücke oder so? Haha! Ich bin eben richtig gut im Erkennen von Dingen. Ah! Ich bin mal gespannt, ob man hier irgendwie eingeschlossen werden kann. Ob man sich hier. Lass uns das mal ausprobieren. Ob wir uns hier irgendwie einquetschen können. Nee. Scheint nicht so zu sein. Oh, schade. Ach, das zählt auch dazu. Das sind auch so farblose Teile. Krass, habe ich gar nicht gesehen. Wow. Sonst, wie kommen wir denn jetzt da rein? Aha, Aufzug. Ah, wie cool. Richtig cool. Aber diese weißen. Aber diese weißen Flächen an der Wand, die habe ich jetzt gerade im Dunkeln extrem schlecht erkennen können. Also, wenn ich dazu mal was sagen darf. Wenn ich am Anfang welche vergessen habe, tut mir das extrem leid. Naja. Guten Tag. Was ist hier? Das war easy. Er hat ja sogar einen Blinder mit einem Krückstock gesehen, du Sau. Ja, ja. Definitiv ja. Und das hier? Ne. Naja. Auf zum weiteren Abteil der Höhle, ja. Oh, neuer Gegner. Sollte man am besten den Hammer einsetzen, denke ich jetzt mal, ne? Würde ich jetzt sagen, bei den... Ja, Booster HD. Ich wusste es einfach, also... Das hat man sich bei den Gegnern einfach denken können. Ja. Und das sind normale Käfer. Die heißen Käfer. Wie langweilig ist das denn? Ich dachte, die hätten einen speziellen Namen gehabt. Ich kenne die auch aus Super Mario Bros. Und... Naja, sehr dubios. Der Panzer wird dir nichts bringen. Ich sag's dir nur. Ich setze mal einen Sprung dafür ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie schaden wird oder nicht, weil er sich ja im Panzer verstecken kann. Aber wir gucken mal. Man lernt ja auch nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es mal anzufassen. Nee, du kannst ihn aber einfach aus dem Bildschirm rausschnipsen. Okay, das besiegt ihn ja auch. Und wenn es so ist, dann ist es so. Dann weiß ich dahingehend jetzt Bescheid. Ansonsten... Ah! Da hast du mich aber heute bekommen. Alter Drecksack. Und wie wir da jetzt einen Sprung machen, das kann ich dir sagen. Wir machen euch das Leben zur Hölle. Ach du Kacke, das war extrem schlecht. Nein! Kannst du mal aufhören, mir die Farbe abzuziehen? Das ist gemein! Stell dir mal vor, jemand würde das mit dir tun. Das ist ja wohl die dreisteste Angelegenheit, die ich hier jemals gesehen habe. Klauen einfach die Farbe. Jetzt aber. Ich weiß
Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe den Knopf nicht richtig gedrückt. Wie es aussieht. Aber gut. Kann ja mal passieren. Ah! Hey, das ist gemein. Was du da machst. Ah, das Problem ist... ich nutze jetzt mal so eine... dreifach abgenutzte Sprungkarte, weil... der Flap-Flap besiegt sich auch nicht von alleine, ne? Klare Sache. Bah, was bah? Du spürst doch sowieso nichts, wenn du in deinem Panzer bist. Dass die Schuhe abgenutzt und alt sind. Jetzt schnipp dich weg und dann haben wir jetzt noch den restlichen... Oh Gott, Mann. Zugegeben, diese Flap-Flaps, die halten echt nichts aus, ja? Aber... verdammt nochmal. Kann ich vielleicht den Hammer machen? Oder ist es oder bin ich dafür zu niedrig am Stehen? Der Angriff hat sein Ziel verfehlt. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich wusste es. Ich wusste es auf irgendeine Art und Weise. Bei denen kannst du halt echt nur mit Springen argumentieren. Du bist ein Scherzkeks, versuchst du aber mit Fliegen? Ich würde gerne. Ich weiß aber auch nicht, was mit meinen, Sprüngen momentan los ist. Ich werde euch versprechen, ihr Freunde. Im nächsten Part wird es besser sein, ja? Im nächsten Part werde ich wieder routiniert wie eh und je sein. Ihr wisst Bescheid, ja? Gut. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir uns diese Höhle hier ein bisschen weiter an. Haut rein. Ciao.